Ja, hallo, ich begrüße euch nach längerer Zeit wieder einmal und ja, möchte so ein bisschen schildern, was sich bei mir und bei meiner Firma beim Ohrenkaktus so tut. Dass ich mich eher rar gemacht habe, das hatte einen Grund. Ich gehe durch eine nicht gerade sehr einfache Zeit. Es betrifft meinen Vater, der immer mehr und mehr pflegebedürftig wird. Und das hat schon eine lange Geschichte, denn meine Mutter ist leider vor mittlerweile schon 10 Jahren verstorben und da ist er alleine zurückgeblieben. Ja, dann habe ich auch noch meinen Job verloren und bin zu ihm in das viel zu große Haus mit dem viel zu großen Garten gezogen und habe mich 2 Jahre lang selbst um ihn gekümmert. Ja, jetzt muss man nicht systemische Beraterin sein wie ich selbst, um zu wissen, dass es da natürlich enormes Konfliktpotenzial gibt und dass ich das Gefühl hatte, ich sollte ja, meine Mutter mit all ihren Aufgaben im Haushalt etc. ersetzen und ich das natürlich nicht wollte. Es sind ja auch alle meine anderen Tätigkeiten fast zum Stillstand gekommen. Ja, und dann habe ich das eben besprochen, was natürlich nicht gut aufgenommen wurde, ja, undankbare Tochter und die weigert sich und will nicht. Ja, ihr kennt das. Also jemand, der in einer ähnlichen Situation schon mal war, der kennt das. Und so haben andere Lösungen gefunden. Ich bin wieder zurück nach Wien gezogen und ja, es kamen Heimhilfen mehrmals pro Woche und da war er ja noch gar nicht so schlecht beisammen. Ich bin natürlich selbst auch 2 Tage in der Woche immer noch dort gewesen. Und ja, im vergangenen Jahr ist es dann zu einer großen Operation gekommen. Und danach war ich mehr als eine Woche bei meinem Vater, nachdem er entlassen wurde. Und da ist mir klar geworden, er kann nicht mehr alleine bleiben. Ich kann und will das nicht leisten. Also ich brauche jetzt nichts über Familiensysteme zu referieren. Könnte ich natürlich, mache ich ja auch mit meinen Klienten. Auch sehr erfolgreich, aber wie ja jeder selber weiß, wenn es die eigene Familie ist, wenn man selbst betroffen ist, wenn das der eigene Vater ist, dann ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn man aus einer Außensicht in ein anderes Familiensystem hineinsieht. Ich habe mich wirklich bemüht, also ich kann es nicht anders sagen, da verbindend tätig zu sein, da zu sehen, dass das nicht irgendwie im Bösen irgendwie alles endet. Aber ich habe doch mir das Recht herausgenommen, auch ein eigenes Leben zu leben. Und ja, ich habe dann beschlossen, dass es nur noch mit einer 24-Stunden-Betreuung geht. Und auch das ist ja eine Odyssee, wie ja auch bereits Betroffene vermutlich wissen. Es wird so lange gesucht, bis sich jemand findet, der einigermaßen passt. Ja, und ich muss sagen, wir haben lange gesucht, einige Pflegekräfte zur Probe da gehabt. Und mein Vater ist kein einfacher Mensch. Also er hat die Selbstsicht, dass er extrem pflegeleicht ist. Ich kann aber sagen, dem ist nicht so. Jetzt ist er mittlerweile über 90. Da ist natürlich auch eine Veränderung des Weltbilds relativ unwahrscheinlich, sage ich jetzt einmal. Dann kann man nur mehr das so hinnehmen, wie es ist. Er hat auch beginnende Demenz. Da möchte ich noch das Stichwort Validation einbringen, ja, was auch einige kennen werden, die mit diesem Thema schon Bekanntschaft gemacht haben. Und um die Stimmung nicht noch schlechter und schlechter zu machen, dieser Mensch ist alt, er hat Schmerzen, er hat alle möglichen Leiden. Das muss man natürlich ja, also mit einbeziehen. Ja. Und deshalb kann man nur ja, eigentlich den Rückzug antreten und zu sagen, ja, du hast recht. Und es fällt natürlich nicht immer leicht, vor allem wenn man das eigene Kind ist, wenn das nicht nur die Außensicht, wie gesagt, ist. Aber wir haben dann doch jemanden gefunden und es sind, weil er die Frauen nicht akzeptieren konnte, das hat wahrscheinlich auch ja, mit dem Verlust seiner Ehefrau, meiner Mutter zu tun gehabt, dass er da niemand anderen irgendwie akzeptieren konnte. Und jetzt haben wir 2 männliche Pfleger tatsächlich, ja. Ich finde sie beide
sehr kooperativ, sehr gut. Er beschwert sich, aber ich habe natürlich das Gefühl, dass er sich über jeden beschweren würde, weil er hätte natürlich am liebsten gehabt, dass ich weiter mich um ihn kümmere. Nur es war nicht möglich. Also ich habe mich 2 Jahre lang wirklich redlich darum bemüht und es ging, viele Dinge gingen ganz einfach nicht. Ja, wenn man sich vorstellen kann, ein Mann aus dieser Generation und die eigene Tochter, also auch was die Hygiene betrifft etc. Ich möchte da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das sind einfach Dinge, die sind ausgesprochen schwierig, wenn das in der eigenen Familie ist. Das ist von außen doch eher noch anzunehmen und so ist das jetzt eben auch gekommen. Ja, jetzt hat es ein Jahr recht gut geklappt und jetzt hat sich sein Zustand sehr verschlechtert. Also er war noch etwas mobil, man konnte sich normal mit ihm unterhalten und jetzt hat er, denke ich, so eine große Stufe nach unten gemacht, obwohl natürlich sich alle bemühen, ihn auch zu mobilisieren und zu motivieren, zu schauen, was noch geht. Ich bin auch im guten Einvernehmen, im regelmäßigen mit dem Hausarzt. Also wir tun unser Möglichstes und Bestes. Aber er kann jetzt gar nicht mehr gehen. Ich habe jetzt ein Pflegebett bestellen müssen nach seinem letzten Krankenhausaufenthalt. Die haben sich auch gehäuft. Und er wird jetzt bald bettlägerig sein und ich habe Freunde und Bekannte, wenn ich über das Thema spreche, die können das nicht nachfühlen und nicht nachvollziehen, also die guten Freunde schon, aber ja, so Bekannte, sage ich jetzt mal, die sagen dann immer zu mir, naja, was willst du, du hast ja jetzt eh die 24-Stunden-Pflege und die kümmern sich ja eh dann um deinen Vater. Die verstehen allerdings nicht, dass man nach wie vor der Hauptansprechpartner ist. Ich mache den kompletten Papierkram, ich kümmere mich um alles Organisatorische in Haus und Garten. Wenn etwas kaputt geht, ja, engagiere ich Handwerker, schaue, dass das repariert wird und, und. Und das Pflegegeld, das ist ja auch eine eigene Papierkram-Odyssee, dass das überhaupt auch alles zu finanzieren ist. Ja. Und das bleibt ja an einem hängen. Und wenn irgendetwas ist, irgendwas Dramatisches mit Rettung, Spital oder sonstigem, dann klingelt natürlich bei mir das Telefon, weil ich als einzige Tochter die Hauptansprechperson bin. Und natürlich ist es eine große Entlastung, dass jetzt Pfleger da sind. Nur ich fürchte halt, jetzt kommt diese Zeit, wo er vielleicht nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann. Also wenn sich das weiter verschlechterter Zustand, wenn das fortschreitet, dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Dann muss man auch über andere Möglichkeiten sprechen. Oder es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dass ich selbst das wieder übernehme. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe ein wenig Angst davor, ja, weil es hat mich fast schon über meine Grenzen gebracht. Und auch jetzt, dieser lange Zeitraum, 10 Jahre, die ich schon mit diesem Thema beschäftigt bin, und das drängt sich natürlich in den absoluten Vordergrund. Wenn da etwas ist, dann kann ich alles andere liegen und stehen lassen. Darunter hat natürlich auch mein Business gelitten. Ich traue mich manchmal schon gar nicht, irgendwelche Termine auszumachen, weil ich nie genau weiß, wie kommt oder was ist als Nächstes. Vielleicht ist das unbegründet, diese Angst, aber es hat sich schon mehrmals bewahrheitet und auch wenn mitten in der Nacht das Telefon läutet, ist es natürlich nicht sehr förderlich, wenn man dann einen wichtigen Termin hat am nächsten Tag in der Früh zum Beispiel. Und ja, ich habe deshalb alles weggestrichen im Moment, was nicht unbedingt nötig ist. Und dazu gehört auch der aus Business-Sicht, wie ich ja weiß, wichtige Content. Ich habe schon lange eben kein Video mehr gemacht. Ich habe schon lange keinen Podcast mehr gemacht. Ich schreibe keine Blogartikel mehr. Ich habe das mehr oder weniger eingestellt. Die Kundengewinnung, die gelingt über Empfehlungen oder ganz direkt. Ich nehme wenige Kunden, aber für die möchte ich dann wirklich voll und ganz da sein. Bei mir ist das im Großen und Ganzen eine 1:1 Begleitung. Vereinzelt mache ich auch noch Textprojekte,
Also falls da jemand etwas braucht, gerne, denn ich muss ja auch weiterleben. Dann kam natürlich auch noch Corona, das soll jetzt nicht die große Ausrede sein, aber das kam noch dazu, zu all dem. Und ich habe eben beschlossen oder ich habe vor allem gemerkt, dass ich bei all diesen Belastungen besonders gut auf mich achten muss. Ich habe viel für meinen Körper getan. Ich mache Intervallfasten, wieder jetzt schon den 47. Tag. Ich mache mehr Bewegung. Ich habe mir die Zeit einfach genommen. Ich bin um 6 in der Früh, wenn es jetzt ein warmer Tag ist, schwimmen gewesen in der Donau. Ich habe mir die Zeit bewusst genommen für mich. Und auch Menschen, also zum Beispiel potenzielle Kunden, die im Vorgespräch schon irgendwie mühsam waren, also ich sage es ganz offen, wie es ist, die habe ich abgelehnt, weil ich gewusst habe, ich habe im Moment nicht die Kapazität, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht eh nicht so recht wollen, die eh nur so halb motiviert sind, die sich dann beschweren, dass man zu teuer wäre und so weiter. Also für das habe ich keinen Nerv und ich glaube, das ist eine ganz gute Lektion, die ich da jetzt lernen darf. Also ich versuche doch immer das Gute in allem zu sehen. Und das darf ich jetzt lernen, da sehr gut auf mich zu schauen. Und es sind wieder, ja, neue Dinge, die ich selbst lerne, die ich auch wieder weitergeben kann. Ein Gedanke ist mir noch gekommen, den ich auch an dieser Stelle gleich gerne weitergeben möchte. Ich möchte weg von dieser Selbstoptimierung. Wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir schlecht. Ja, so ist es. Dann ist das einfach einmal so zu akzeptieren und zu schauen, wie sind dann die nächsten Schritte, dass man da wieder rauskommt. Ich mache niemandem mehr was vor, auch nicht in dem Video, obwohl viele mir immer wieder sagen, ach, ich darf ja das gar nicht so offen und ehrlich alles sagen, weil das ist ja kontraproduktiv etc. Ja, was soll ich tun? So bin ich, ja. Ich kann nicht anders. Das ist für mich auch authentisch und ehrlich und echt. So sieht es nun mal aus. Und ich weiß, dass viele Menschen in ähnlichen Situationen sind und es nicht wagen, offen darüber zu sprechen. Vielleicht kann ich da einen kleinen Schritt vorausgehen und auch dem einen oder der anderen Mut machen, sich zu trauen, zu sagen, was Sache ist. Ja, und da kommt mein Rundumschlag, den ich schon öfter gemacht habe und da passt jetzt sehr, sehr gut hier dazu. Ich wehre mich zu glauben, dass wir uns all diese mit unseren Gedanken erschaffen. Habe ich mit meinen Gedanken erschaffen, dass meine Mutter so früh diese Erde verlassen muss? Ganz bestimmt nicht. Habe ich mit meinen Gedanken erschaffen, dass mein Vater pflegebedürftig wird und über 90 Jahre alt wird? Ganz bestimmt nicht. Und dass ich diese Lektion brauche, um ein besserer Mensch zu werden, auch dem kann ich ehrlich gesagt wenig abgewinnen. Das Einzige ist, du lernst stark zu sein, du lernst Dinge zu bewältigen. Das passt ja auch wieder zu meinem Firmennamen, den ich auch trotz vieler, vieler Gegenstimmen nach wie vor behalten werde, den Ohrenkaktus, den Kaktus, der in der Wüste Blüten treibt, der, obwohl es Trockenzeiten gibt, wirklich harte Zeiten, weiter wächst, nicht eingeht, sondern im Gegenteil sich prachtvoll entwickelt und zur vollen Blüte kommt. Das ist ja letztendlich auch das, was ich in meinen Begleitungen weitergebe. Und dieser Gedanke, wir erschaffen mit unseren Gedanken die Realität. Ich weiß, wie es teilweise gemeint ist, nur das würde ich eher Einstellung nennen. So wie ich vorhin gesagt habe, ich versuche immer noch das Positive da drin zu finden. Aber was das Leben mir serviert, ja, ich habe auf viele Dinge Einfluss, das ist mir bewusst. Aber auch manche nicht. Und da dann zu sagen, dass ich mir das selbst erschaffen habe, das grenzt für mich an Zynismus. Und auf das höre ich auch gar nicht mehr, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das zieht mich voll runter, wenn ich das höre.
Und nein, ich habe mir das nicht so ausgesucht. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass ich das einzige Kind bin, dass ich niemanden habe, mit dem ich diese Last teilen kann. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass ich eine Fernbeziehung habe, dass ich mich in einen Mann verliebt habe, der so weit weg wohnt, den ich schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen habe. Auch ein Faktum, ja, für das ich schon von vielen für verrückt erklärt worden bin. Für mich gilt, ich schaue, dass ich trotz allem in meiner Kraft bleibe. Auch mein Freund ist ein Antrieb. Ich habe keine Lust, dass nach dem lang ersehnten Wiedersehen er nur noch die Reste von mir sehen wird oder das Wrack, das dann noch überbleibt nach all diesen Anforderungen. Und das ist jetzt mein oberstes Ziel, in meiner Kraft zu bleiben. Ich höre häufig von Leuten, naja, so schlecht kannst du ja nicht gehen, du schaust eh gut aus. Ne? Mag sein, aber ich tue auch einiges dafür. Und das haben wir selbst in der Hand. Das ist nicht unbedingt jetzt Schicksal, sondern da können wir sehr viel dazu beitragen. Aber das mit dem, dass wir uns das alles herbeigedacht haben, nee, Leute, also ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute das glauben. Ich gehöre dieser Religion nicht an, weil das wird ja schon fast religiös vertreten. Ja. Und ja, da bin ich kontra und ich ziehe auch immer solche Kunden an, die das so ähnlich sehen wie ich, mit der Einstellung, sehr wohl, da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, dass man das so oder so sehen kann und dass man ja jetzt nur traurig und schwer und selbstmitleidig durchs Leben rennen kann oder eben sagen, ich nehme die Herausforderung an, ich bleibe stark, vielleicht macht es mich noch stärker. Und mit stärker, vor allem als Frau sage ich das, meine ich nicht härter. Denn ich sehe viele Menschen, die vom Schicksal hart geprüft worden, wurden, die auch wirklich diese Härte dann ausstrahlen. Das möchte ich nicht. Ich möchte mir diese Sanftheit auch behalten, auch wenn es manchmal hart ist, ja. Aber das ist, ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Denn durch diese innere Härte wird man ganz taub. Deswegen finde ich es viel, viel besser, Emotionen zuzulassen und auch einmal zu weinen und auch einmal Schwäche zu zeigen und auch einmal ja, Leute hinter die Fassade blicken zu lassen, dass eben nicht immer alles nur happy ist, sondern ja, dass ich genauso den Stürmen des Lebens ausgesetzt bin wie eigentlich alle von uns, jeder auf seine Art und Weise. Und dass wir bestmöglich lernen, damit umzugehen. Und besser als mit Selbstoptimierung, sprich, ich halte das alles aus und ich wahre den Schein und ich bin trotzdem erfolgreich und keiner merkt mir was an. Statt der Selbstoptimierung würde ich hier die Selbstliebe hinsetzen. Eben, dass man gut zu sich ist, dass man auf sich schaut, dass man sagt, ich habe jetzt die oberste Priorität und ich lasse jetzt vieles, ja, was auch seinen Stellenwert hat, aber was jetzt im Moment vielleicht nicht so wichtig ist, das lasse ich jetzt mal einfach weg, eine Zeit lang. Ich habe aufgehört, mich diesbezüglich unter Druck zu setzen, dass ich jetzt jede Woche ein Video machen muss, jedes Monat drei Blogartikel schreiben muss. Ich weiß, wenn ich in meiner vollen Kraft bin, dann fängt das alles wie ganz von selbst wieder zu fließen an. Das heißt aber nicht, dass ich nicht stabil da sein kann. Wenn du dir denkst, diese Frau weiß, wovon sie spricht, die kann mir vielleicht genau bei dem helfen, dass ich jetzt in einer ähnlichen Lage bin, wie ich besser damit umgehen kann, was es für Strategien gibt, besser auf mich zu achten, dann könnte ich die Richtige sein. Du bekommst bei mir immer ein kostenfreies Erstgespräch. 30 Minuten nehme ich mir für dich Zeit, auch den ganzen Sommer über. Und vielen hilft dieser Gang in die Natur. Wenn ich das nicht für mich selbst nützen würde, ja, dann weiß ich nicht, wo ich wäre.
Ich habe mich manchmal sehr, sehr allein gefühlt mit all dem. Ja, das sind so viele Fragestellungen und die meisten Leute wollen über das nicht gerne reden, so wie über Krankheiten. Krankheit, Alter, Pflege, Tod, das sind natürlich keine angenehmen Themen. Und wenn man aber das einzige Kind ist in der Familie, dann ist man damit alleine. Und wenn man sich so ganz alleine fühlt, das mache ich ja auch mit meinen Klienten, dann gehe ich in die Natur zum Walk and Talk. Meine Spezialität ist ja die systemische Beratung im Naturraum und ich wende das für mich selbst sehr, sehr häufig an. Erst gestern habe ich wieder für mich ganz allein eine Wanderung gemacht. Und da verstehe ich, dass wir niemals allein sind, weil wir eingebunden sind in dieses System der Natur. Wir sind ein Teil dessen. Und wenn du dich dann ja, auf die Wiese legst, in die Wolken schaust und dir mal wirklich überlegst, wo bist du zu Hause? Wo gehörst du dazu? Dann weißt du, dass du hier immer aufgehoben, um nicht zu sagen, geborgen bist. Du bist nicht allein. Du bist Teil eines großen Systems aus unterschiedlichen Wesen, aus Tieren, aus Pflanzen und aus uns Menschen. Und das ist für mich immer ein unheimlich tröstlicher Gedanke gewesen. Ich gehe nicht nur früh schwimmen diesen Sommer, sondern auch ab 6 Uhr früh zum Walk and Talk. Das hat sich sehr bewährt an den besonders heißen Tagen. Es hat eine besondere Stimmung, eine besondere Qualität, den Naturraum schon so früh zu betreten, sei es der Wald, sei es an einem fließenden Wasser entlang. Das überlasse ich im Übrigen dir, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich jeder Mensch, wenn er in sich hineinhört, weiß, welchen Naturraum er im Moment gerade braucht und aufsuchen möchte. Ja, das war ein kleines Lebenszeichen von mir. Ich erzähle dir das nicht, um zu jammern, wie schlimm bei mir alles ist, sondern einfach eine Momentaufnahme aus meinem Leben. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich da viele wiedererkennen. Viel mehr, als wenn ich dir die erfolgreiche Geschäftsfrau vorspielen würde, ja, die mit Leichtigkeit und ja, Ease and Grace und wie heißt das alles, ja, die Millionen verdient. Das bin ich nicht, aber ich bin eine sehr geerdete, verlässliche Begleiterin auf deinem Weg, wo immer der dich hinführen soll. Und wenn es nur der ist, ein paar Schritte herauszugehen aus einem Elend und zu lernen, wie du besser klarkommst mit dem, was dir das Leben so serviert, möchte ich jetzt mal so sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.